Golden Wings versus Zeus. Oh yes, die letzte Mannschaft, die wir hier noch auf S-Rang bringen müssen, ist gegen Zeus. Was für ein Teamlevel habt ihr denn? Ihr habt Level 60, also ihr habt ungefähr gleich wie Genesis. Aber schauen wir mal, ob wir das schaffen werden. Diesmal, Genesis haben wir jetzt endlich auch mit S-Rang bestücken können. Schauen wir mal, dass wir das hier ebenfalls schaffen. Gucken wir mal. So. Schön in die Mitte. Direkt da. Schuss. Gucken wir mal, was kommt. Gigantenmauer oder Tsunami-Welle. Tsunami-Welle. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Das hat er nicht gesagt. Tsunami-Mauer, meine ich. Und ob wir durchkommen. Da, Tsunami-Mauer. Welle. Wir kommen nicht durch. Das ist natürlich nicht so gut. So, Photonblitz. Holen uns direkt den Ball wieder. Wie kann denn jetzt so schnell die Zeit wieder vergangen sein? Ach man, jetzt gibt das mit dem Ball wieder hier nicht. Defensivstreich. Oh, Durchbrecher kommt durch. Vielleicht ein Foul. Kein Foul. Oh mein Gott, er kommt durch. Das gefällt mir gar nicht. Wieso rennt jetzt davon mit die Zeit? Und wieder kein Foul. Warum denn nicht? Rotarmblocker. Wieso ist das schon wieder kein Foul gewesen? Mann. So. Ich hoffe, er ist da. So, wir werden einfach mal Konterattacke machen, weil er wird eh halt. Das macht jetzt keinen. Macht jetzt auch nicht weg. Wir müssen ihn ja jetzt nur runter droppen und dann können wir einfach mal drauf loslegen. Aber dass wir jetzt schon bei der 20 Minuten sind, also bei der Spielzeit da oben, das ist schon krass. Noch kein Tor ist gefallen. Wieso läuft die Zeit hier auf einmal so schneller als gerade bei der anderen? Oh nein, er hat den Ball nicht getroffen. Ach, jetzt komm. Ach, was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ernsthaft? Wieso verkacke ich ihn schon wieder gegen Zeus? Was ist hier los? Das muss nicht wirklich sein. Himmelstunde, aber beide aus. Also erste Halbzeit 0-0? Warum? Oh nein. Oh nein. Turm. Das darf doch nicht wahr sein. Aber wo ist die Zeit geblieben? So, ich werde jetzt trotzdem einen Langschuss wagen. Er kann eh nichts machen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wer da jetzt der Blocker ist. Die haben einen Richterspruch. Ich glaube, Ares hat Richterspruch. Ja, der kommt genau bei Ares raus. Natürlich kommt er bei Ares. Und der blockt. Wieso blockt er denn? Ja, okay, das war's. Ich glaube, gegen Zeus schaffe ich es immer noch nicht. Alter. Also gegen Genesis habe ich keine Probleme. Die sind sogar leveltechnisch größer, höher gewesen. Ein paar. Aber hier komme ich gerade gar nicht drauf klar. Was ist das für ein Unterschied? Wo ist die Zeit auf einmal abgeblieben? Die Zeit war schneller weg als gerade eben. Wir haben nur einen direkten Torschuss rausbekommen. Hey. Überall Zweikämpfer. Ja, ich krieg den Ball nicht. Ah, der hat auch Richterspruch. Apollo hat auch Richterspruch. Nee, also Zeus. Keine Ahnung. Zeus ist echt gerade mächtig. Ja, die gewinnt auch. So viele Zweikämpfe gerade.
Okay, ich werde aber dann trotzdem beim nächsten Mal gegen Prominenz. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt hier ein leichteres Spiel haben gegen Zeus, aber nö. Dennis ist viel einfacher, weißt du? Und Dennis ist das Endteam von IE2. Das ist der Witz daran. Und Zeus ist das Endteam aus Teil 1. Da merkt man schon den Unterschied. Ich hab nicht mal ein Tor geschossen. Alter Falter. Ah, Mann, ich will doch einfach nur die verdammte Veteran-Tour fertig haben. Wir haben noch keine Tour richtig mit S-Rang bestücken können. Noch kein einziger. Komplett. So, lauf doch. Sag mal, was war das denn jetzt wieder? Das war dein Ball. Oh, bitte jetzt kein 0-0. Das können wir jetzt nicht gebrauchen. Ja, ein S-Ring werde ich in der kurzen Zeit nicht schaffen. Können wir jetzt Kampfgeistrüstung und so nutzen? Dann ja. Aber so nicht. Oh. Weißt du, letztes Spiel war so gut. Und hier einfach nur gnadenlos niedergeschlagen. Auch wenn ich jetzt das Spiel gewinne, trotzdem. Erste Halbzeit 0-0 gespielt, erster Torschuss, keine Chance gehabt. Richterspruch hat einfach alles gehalten, die haben mich so unter Druck gesetzt. Himmelsstunde, echt Probleme verursacht. Oh Mann. Komm, Dirk. Ach komm. Oh, das hat noch ganz geklappt. Ich versuche einen 3-0 zu kriegen. Ein 5-0 werde ich zeitlich nicht mehr schaffen. Weil ihr seht, die Zeit läuft ja trotzdem weiter. Ich kann ja nichts machen. Die Zeit bleibt nicht stehen. Umso länger die Animation dauert, umso länger dauert das auch. Versuchen noch ein Tor zu machen, dann haben wir uns zumindest da verbessert. Aber das hätte in der ersten Halbzeit passieren müssen. Genau das müsste in der ersten Halbzeit passiert sein. 3-0 oder 2-0. Dass wir dann die nächsten Tore nämlich beim nächsten Mal schießen. Aber ich hätte echt Pech gehabt. Die kamen mit allem durch, was sie mir entgegengeschleudert haben. Oh mein Gott. Dreherblocker. Schaffen wir zumindest noch einen Langschuss. So. Der könnte vielleicht sogar noch reingehen. Ja, gut. Wenn ich ein 3-0 habe, bin ich zumindest zufriedener als mit einem 2-0, 1-0. Dann haben wir zumindest Rang A geholt. Dann haben wir uns von Rang B auf Rang A verbessert. Ich hätte auch gehofft, dass ich mehr mit Langschüsse arbeite, aber die haben ja halt auch Blocker. Da muss man auch aufpassen. So, kann jetzt bitte die zweite Halbzeit nochmal kommen? So sollte es eigentlich in der ersten Halbzeit aussehen. Genau so und nicht anders. Das habe ich erst in der zweiten Halbzeit geschafft. Deswegen, wie sage ich immer, 2-0, 3-0 in der ersten Halbzeit ist schon mega gut. Den Rest kann man dann in der zweiten Halbzeit holen. Aber 0-0... Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen leider nochmal gegen sie spielen. Wir müssen noch stärker werden. Irgendwann kriegen wir das auch hier hin mit der Mannschaft. Ach ja. Wie oft ihr schon gegen Spieler angetreten habt, das ist immer unterschiedlich. Ich versuche mein Bestes. Ihr seht es ja auch selber. Wenn die halt jedes Mal die Zweikämpfe gewinnen, kann ich auch nichts gegen tun. Himmelstunde ist halt schon Sturm und Sturmgrätsch und alles. Kann man nicht anders sagen. Naja, gut. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann gegen Chaos und gegen Prominenz und gegen Chaos auch nochmal versuchen. Dort denke ich mal, dass wir wahrscheinlich
vielleicht nicht mal gewinnen, vielleicht sogar verlieren. Ich werde es aber trotzdem drin lassen. Wenn wir die zwei Spiele haben, dann werden wir erstmal gegen in der Alpine-Tour weitermachen, damit wir mehr S-Ränge holen können und uns nochmal ein bisschen boosten können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich dann beim nächsten Spiel wieder. So, bis dann!